So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dr. Bodo Schiffmann. Ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt und ich beschäftige mich seit Anfang März mit der sogenannten Corona-Krise. Und das versuche ich anhand von frei verfügbaren Zahlen, die man so allgemein findet. Und sehe das Ganze ein bisschen anders, als es das Robert-Koch-Institut oder die Regierung macht. Und ich habe die letzte Zeit immer wieder Hinweise bekommen, dass ich offensichtlich Illuminati bin. Oder ich bin Freimaurer. Vielleicht bin ich aber auch Deep State. QAnon? Q? Vielleicht bin ich Q und mache Q-Drops. Oder bin ich ein Reichsbürger? Rechtsradikaler, ein Linksradikaler, ein Mitte-Radikaler oder bin ich gar ein Satanist? Oder bin ich Bodo? Diese Frage wollen wir heute mal klären und ihr könnt euch gerne eure eigenen Gedanken darüber machen. Und zwar, warum sagt man mir, ich bin alles das? Die Antwort dazu ist, man sagt, ich mache geheimnisvolle Handzeichen. Wenn ich hier sitze, mache so. Oder mache so, oder mache so, oder mache so. Oder ich nehme noch die zweite Hand dazu, oder mache so, oder mache so. Oh Gott! Das ist übrigens interessant. Ich wusste das nicht, dass man so einfach. Och Mann, warum passiert denn das immer wieder hier? Ach, Michael Ballweg, da gehe ich ran. Hallo Michael, ich mache gerade ein Video darüber, ob ich ein Satanist, Illuminati oder Reichsbürger oder hast du noch einen Vorschlag? Du kennst dich ja damit aus. Das ist nicht lachen, ist ernst. Covidiot, ich bin ein Covidiot, genau. Ich muss ja mal auf Pause gehen. Also ich telefoniere jetzt mal kurz. So, da bin ich wieder. Der Covidiot meldet sich zurück. Ich habe es von Handzeichen gehabt. Ich wurde gestern von einer ganz lieben, ich würde schon fast sagen, Freundin informiert, dass ich doch jetzt schon wieder Handzeichen gemacht habe, sogar mehrfach in einem Video, die mich eindeutig als, ich weiß nicht, was es gestern war, ich glaube, es war, ah ja, genau, das Teufelszeichen, das 666-Zeichen. Und ich musste dann erstmal nachfragen, was das Ganze eigentlich ist. Also zu meiner Entschuldigung. Bis zum März oder Februar habe ich in einer heilen Welt gelebt, nichts von Deep State gewusst. Die einzigen Illuminaten, die ich gekannt habe, waren die aus diesem Film Illuminati. Und von Freimaurern weiß ich bis heute relativ wenig. Und da ich Christ bin und sehr stark bekennender Christ bin, habe ich mich aktuell auch nicht so sehr mit satanischen Zeichen beschäftigt. Aber das muss man, glaube ich, weil wenn man hier irgendwo im Fokus steht, dann ist man nämlich alles gleichzeitig. Man ist also Satanist, man ist Illuminati, man ist Sonstiges. Und wir haben ja auch mittlerweile eine Änderung der Strategie bei den Trollen. Es gibt ja auf den YouTube-Kanälen, die sich kritisch mit der Materie befestigen, gibt es ja, je nachdem, wie erfolgreich der Kanal ist, mehr oder weniger Trolle. Irgendwann hatte ich dazu keine Lust mehr und habe die Kommentare ausgeschaltet. Aber man kann das ganz gut miteinander nachvollziehen, weil die Trollen sich jetzt halt woanders, wenn irgendwo ein Video von mir geteilt wird. Und früher war es einfach so, dass die gesagt haben, du bist doof, du bist hässlich, du bist alt, du bist jung, du bist keine Ahnung was. Man wurde einfach nur beschimpft. Das ist aber zu einfach, also hat man das geändert, diese Strategie. Und mittlerweile ist die Strategie der Trolle geworden, dass sie anfangen, Zweifel zu sehen. Und dann gibt es so Sachen, dass wenn man jetzt so macht oder so macht oder so macht oder so macht, dann hat das alles irgendeine Bedeutung. Und da gibt es eine Sache, die hieß es jetzt auch bei Robert Francis Kennedy Jr., der stand auf der Bühne und hat so gemacht oder so ähnlich. Also auf der einen Seite eine Schwurhand, auf der anderen Seite die Finger hoch.
Es ist übrigens interessant, wenn man das mal nachschlägt als Liste von Gesten, dass die Sachen auch in verschiedenen Ländern alle verschiedene Bedeutungen haben. Hier ist zum Beispiel Jesus mit dem sogenannten Segensstatus zu sehen, der damit den Illuminati, glaube ich, angehört. Und oder nein, das ist das. Ist das jetzt das satanische Zeichen? Oder was haben wir hier für seltsame Sachen. Da macht der Herr Stalin eine lange Nase oder vielleicht macht er damit auch so ein Zeichen oder macht er so ein Zeichen oder was machen wir denn eigentlich so den ganzen Tag? Und die Taucher gehören alle zu den Illuminati, wenn die so machen und wenn mir ein Essen gut schmeckt und ich mache oder ich mache so oder ich mache so oder ich mache. Dann ist das natürlich auch wieder alles sehr teuflisch. Ich finde das großartig. Das ist das Pistolenzeichen. Auch wieder ein Segnungszeichen hier im Zusammenhang mit einem Sechserstern, so wie beim Judenstern auch. So was das jetzt wieder gehört, erinnere ich mich dran. Live long and prosper. Das war das Zeichen, was auch Leonard Nimoy als Mr. Spock benutzt hat. Das sind wahrscheinlich ein Vulkanierkult, der hier zugrunde liegt. Auch so betende Hände können natürlich auch was anderes bedeuten. Und ich weiß es auch nicht. Hier hält jemand segnend die Hände über ein Kind. Hier sehen wir Willy Brandt, wie er auf die Knie fällt und die Hände faltet. Das alles ist tatsächlich lustig zu lesen und ich würde empfehlen, dass sich jeder, der sich gerne damit beschäftigen möchte, sich das auch mal hier zum Beispiel bei Wikipedia durchliest in der Liste von Gesten. Dann sieht man auch den Teufelsgruß und ähnliche. Dann gibt es auch bei Heavy Metal und Rockmusik und in der volkstümlich ist es ein Zeichen gegen den bösen Blick. Und dann, ach, keine Ahnung, also ist lustig. Ich mache euch einen Vorschlag, es ist mir einfach egal. Und wenn euch meine Handzeichen nicht gefallen, dann schaltet einfach ab. Ist kein Problem. Machen wir das, was wir hier eigentlich normalerweise so machen. Ich habe jetzt erstmal was nachzuliefern. Und zwar hatte ich Videos in dem letzten Video leider ohne Ton gehabt, habe ich gemerkt. Ich liefere die einfach nochmal nach. 3 Tage danach ziehen wir doch noch ein Fazit. Ist denn durch diese Proteste Ihrer Ansicht nach die Demokratie in Gefahr gewesen? Nein, also ich denke, zu keinem Zeitpunkt, da muss man auch tatsächlich mal die Kirche im Dorf lassen. Das Ganze war ja bei Lichte betrachtet kein Sturm, sondern eher ein Stürmchen. 400 Leute haben tatsächlich ja versucht, da bis zum Gebäude vorzudringen. Ist ihnen ja auch teilweise gelungen. Aber nur wenige wollten ja tatsächlich bis zur Glasfassade laufen. Diese wurden ja Gott sei Dank von den wenigen Polizisten, die präsent waren, gestoppt. Von Alle den anderen waren wenigen ja einfach Polizisten. fassungslos, überhaupt so weit gekommen zu sein und haben den Moment mit Selfies festgehalten. Hätten 400 Personen tatsächlich versucht, das Gebäude zu stürmen, dann wären sie zumindest nicht von diesen 3 oder auch 6 Beamten aufgehalten worden. Großartig. Also das wollte ich noch zeigen. Das Video von der jungen Frau in Australien, die festgenommen wurde, weil sie einen Facebook-Post gemacht hat, liefere ich auch gleich nochmal nach mit Ton. You're the occupier, the tenant. Yeah, I own this house. There it is. That's a search warrant. Search warrant for what? Now, what I will explain to you is if you want to listen, you got your phone going. Yeah, I do, yeah. Right. Now, you're under arrest in relation to incitement. Incitement? Yep. What's that? Now, you're not obliged to say or do anything, but anything you say or do may be given in evidence. Excuse me, incitement for what? What on earth? Yep. Excuse me, what on earth? Just put your phone down. Can you, in like, relation record this? To... I'm in my pajamas. What's I this? Had an ultrasound in an hour because I'm Yeah, pregnant. she's pregnant, so... Well, I'll take it easy. What's this about? If I have an ultrasound Just let me in finish. An hour. Let me finish and I'll explain. It's in relation to a Facebook post, in relation to a lockdown protest you put on
the set day. Yeah, and I wasn't breaking any laws by doing that. You are actually. You are breaking all. That's why I'm arresting you in relation to insult. How can you arrest her? That's in front of my two children. Can't you just say to her, take the post down? Like, come on. I'm happy to delete the post. This is ridiculous. Right. Yeah. But I have to give you these caution and rights. Do you understand? Yeah, that's fine. Like, I'm happy to delete the post. This is ridiculous. Like, I just... Also, sie hat in einem Facebook-Post gegen die Maßnahmen für den Covid-19-Lockdown gesprochen. Und wisst ihr, was mich eigentlich an der ganzen Geschichte am meisten schockt? Das sind Beamte, die diese Gesetze umsetzen. Es muss eigentlich jedem klar sein, dass das nicht rechtmäßig ist und dass es hier um andere Dinge geht, dass es hier nämlich um Meinungsbeschränkung, Zensur und Diktatur geht. Und deswegen werde ich jetzt auch noch einmal auf die Remonstration im deutschen Beamtenrecht hinweisen. Der Paragraph 63 im BBG und Paragraph 36 Beamt StG sagt Folgendes im Beamtenrecht. Ein Beamter muss seine dienstlichen Handlungen auf Rechtmäßigkeit prüfen. Und wenn er Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit hat, so muss er seinem unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber remonstrieren, das heißt gegen die Ausführung Einwände erheben. Bestätigt der unmittelbar Vorgesetzte die Anweisung und sind die Bedenken des Beamten nicht ausgeräumt, so muss sich der Beamte an den nächsthöheren Vorgesetzten wenden. Der Beamte hat hier keinen Ermessensspielraum. Bestätigt auch der nächsthöhere Vorgesetzte, muss der Beamte sie ausführen. Das ist eine Gehorsamspflicht. Nur so kann er sich vor einem Disziplinarverfahren schützen, wenn später die Rechtswidrigkeit festgestellt wird. Also an alle Polizisten, wenn das, was hier passiert ist, sich im Nachhinein als rechtswidrig herausstellt, sind Sie persönlich dafür haftbar, dass Sie nicht remonstriert haben. Das Gleiche gilt für Lehrer. Auch Sie sind Beamte und auch Sie haben eine Remonstrationspflicht, nicht ein Recht. Einige wenige diktieren hier die Meinung, aber sie brauchen natürlich Erfüllungsgehilfen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Erfüllungsgehilfen sich klar machen, dass sie Erfüllungsgehilfen sind. Und sie werden möglicherweise von ihren Kindern oder Enkeln gefragt, warum sie mitgemacht haben, warum sie das getan haben und warum sie nicht remonstriert haben. Dasselbe gibt es auch im Soldatengesetz. Auch dort gibt es diese Pflicht, Befehle nicht auszuführen, wenn man weiß, dass sie nicht rechtmäßig sind. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich kann hier nicht die Verhältnismäßigkeit erkennen, eine schwangere junge Mutter festzunehmen, weil sie auf Facebook gegen den, liebe Australier, völlig unnötigen Lockdown, das könnt ihr von Schweden lernen und ihr könnt auch im Übrigen Herrn Spahn, unserem Gesundheitsminister, die letzten Tage mal zuhören, dass wir mit dem Wissen von heute das nicht nötig hatten. Beim Herrn Spahn muss man aber sagen, wir haben es Ihnen von Anfang an gesagt. Es gab einen offenen Brief an die Kanzlerin von Herrn Professor Dr. Sucharit Bhakti, der bis heute nicht beantwortet wurde. Meine Antwort auf diese Fragen finden Sie bei dem Schweizer Gesundheitssender QS24. Schauen wir nochmal ins Kochstudio. Wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Wie weit sind wir mit dem Phase 4 Lockdown? Wir haben hier die Karte von dieser nicht vorhandenen zweiten Welle. Gehen wir mal davon aus, die erste Welle wäre echt gewesen. Dann war sie ungefähr hier vorbei. Das ist auch genau der Zeitpunkt, nämlich am 29.04., als die Maskenpflicht eingeführt wurde. Also, als die Erkrankungswelle längst vorbei war und abgeklungen ist, wurde die Maskenpflicht eingeführt. Dann nahmen die Krankheitsfallen immer mehr ab bis zum Juni. Dann dachte sich die Regierung, da müssen wir was tun und dann wurde mehr getestet. Dadurch gab es eine zweite Welle, die ausschließlich aus falsch positiven PCR-Testen besteht, weil wenn man das Ganze runterrechnet auf den sogenannten 7-Tage-Wert oder das Ganze runterrechnet auf
1000 Tests, dann sieht man, dass es überhaupt keinen Anstieg der Krankheitsfälle gegeben hat. Hier nochmal das Verhältnis Tests zu Testanstieg. Und wir sehen, wir bewegen uns seit Anfang Mai innerhalb der Fehlertoleranz des PCR-Testes. Wir haben es jetzt geschafft, die letzten zwei Wochen die 1-Millionen-Grenze, die 1-Millionen-Grenze zu überschreiten. Und dann diese wunderbaren Zahlen zu produzieren. Der sogenannte R-Wert liegt im Grunde genommen relativ konstant seit der 22. KW um die 1. Hier ein kleiner Ausreißer bei KW 25. Ansonsten hat es auch in den Daten des Robert-Koch-Instituts keinen Anstieg mehr von Krankheitsfällen gegeben. Ich erinnere hierbei mal an den Paragraph 5 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, der lautet wie folgt: Der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Punkt. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Die Voraussetzungen für die Feststellung liegen seit der 26. KW spätestens vor. Seit der KW 16 sind in den Sentinel-Proben des Robert-Koch-Instituts keine SARS-CoV-2-Viren mehr nachgewiesen worden. Streng genommen besteht seit der 1. Aprilwoche, die Voraussetzungen nicht mehr, unter denen die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt wurde. Und daher noch einmal meine Aufforderung an die Politiker, insbesondere nachdem wir ja auch sehen, dass auch durch die Black Lives Matters Demonstrationen und die Querdenken Demonstrationen es zu keinerlei Anstieg der Krankheitsfälle kommt, mit sofortiger Wirkung diese Sachen aufzuheben. Die Erkrankungswelle ist, wie Sie an Ihren eigenen Phasen ablesen können, vorbei. Trotzdem werden wieder welche nachkommen. Ich erkläre Ihnen auch nachher warum. Ich habe nämlich gestern einen sehr interessanten Anruf erhalten von einer ärztlichen Kollegin. Deutschland hat, by the way, auch keinen Hotspot mehr, der irgendwie rechtfertigen würde, dass das, was hier passiert, passiert. Das Gleiche gilt für die Österreicher. Und auch wenn wir in das Backstudio gucken, in der Schweiz, sehen wir, wir haben auch hier das Ende der Welle längst wieder erreicht. Es handelt sich hier nur um eine Laborpandemie. Es gibt keine aktuellen Fälle. Das bestätigt auch, wenn wir uns die laborbestätigten Todesfälle einfach einmal anschauen, dann stellen Sie fest, dass es keinen Anstieg gibt von diesen Fällen. Ich zeige es Ihnen, das dauert hier bei den Schweizern immer relativ lange. Diese Webseite ist halt live aufgezeichnet. Hier gibt es keinen Anstieg mehr. Und würde diese zweite Welle existieren, dann müsste doch letztendlich auch noch irgendjemand daran sterben, was nicht passiert. Es wird innerhalb der nächsten zwei Monate wieder einen Anstieg geben. Das wird nämlich die Grippefälle sein, wie jedes Jahr, die zu einem Anstieg führen, nur dass Sie das vorher verstehen. Und warum ist das so, dass wir jetzt vielleicht doch wieder mehr Fälle kriegen? Ich habe was ganz Interessantes gehört von einer Kollegin gestern, vielen Dank. Es gibt jetzt Corona-Schwerpunktpraxen und Sie können sich als Corona-Praxis sehr einfach registrieren. Hier als Beispiel von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg eine Teilnahmeerklärung. Sie können einfach eintragen Ihre Betriebsstättennummer, den Namen der Einrichtung und erklären, dass Sie zur Abstrichdiagnostik und Therapie Erkrankter am selben Tag, spätestens am Folgetag, bereit sind. Und wenn meine Informationen stimmen, dann erhalten diese Arztpraxen hierzu pro Arzt und Quartal, wenn sie nicht sitzen, setzen sie sich hin, 12.500 Euro. 12.500 Euro, wenn Sie bereit sind, Corona durch Abstriche am Leben zu erhalten. Das sage ich jetzt mal ganz bewusst und das lohnt sich.
Das lohnt sich richtig. Also ein Fallwertzuschlag 10 Euro. Also für das, was Sie normalerweise von Ihrem Patienten kriegen, können Sie eigentlich bei jedem Patienten machen, mal 10 Euro draufhauen. Sie kriegen eine Aufwandspauschale von 100 Euro für jeweils 4 Stunden pro zweimal am Tag. Also zusätzlich nochmal, sagen wir mal, 400 Euro, wenn Sie zwei Ärzte in der Praxis haben. Dann gibt es noch eine Aufwandspauschale für alle je 20 Patienten, wo Sie Abstriche gemacht haben. Damit sind Sie auch motiviert, mehr Abstriche zu machen. Und Sie kriegen noch mehr Geld. Und Sie kriegen zusätzlich zusätzliche Materialien und so weiter und so fort. Sie können zusätzlich auch noch einen Wartezeitzuschlag mit 50% Zuschlag auf die Versicherten- und Grundkonsilpassage, wenn es von einer Terminservicestelle kommt. Das heißt, Sie drucken hier Geld, ohne dass Sie irgendwas machen. Und mich wurde darauf hingewiesen, aus Kinderarztpraxen von Arzthelferinnen, dass mittlerweile bei jedem Kind, was einen Pickel auf der Nase hat, ein Abstrich gemacht wird. Völlig egal, ob es Krankheitssymptome hat oder nicht. Weil es nämlich Knete bringt. Und so langsam fange ich an, das Ganze zu verstehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie unbedingt an dieser Geschichte hier festhalten wollen. Also, wer es nicht glaubt und staunen will, der gehe zum Beispiel zur Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und suche einfach nach Corona-Test oder Corona-Schwerpunktpraxis. Lesen und staunen. Wenn ich das mit den 12.500 noch kriege, werde ich das in einem der nächsten Videos nachliefern. Tja, so sorgt man dafür, dass die Corona-Patienten nicht weniger werden, auch wenn es schon, ich wiederhole mich, seit spätestens Anfang Mai offensichtlich keine erkrankten Patienten mehr gibt, sondern alle PCR-Teste befinden sich im Bereich der Fehlerwahrscheinlichkeit des PCRs. Machen wir wieder ein Handzeichen. Super für das Robert-Koch-Institut und für die Regierung, sehr gut. Für Sie als Mensch, als jemand, der im Mittelstand arbeitet oder irgendwas anderes, das ist die Sache. Dann wurde noch gefragt, wie kann der Schiffmann sich das eigentlich leisten, dass er das macht, dass er diese Videos macht und rumreist. Ich verrate es Ihnen, ganz einfach. Ich habe meine Patienten sehr zusammengezogen, arbeite an 3 Tagen die Woche mehr, als ich das früher gemacht habe, so dass ich damit etwas an Luft gewinne. Und ich möchte mich an dieser Stelle extrem herzlich bei allen bedanken, die das ermöglichen, weil wir haben Menschen, die mir Geld schenken und die auch anderen, ich nenne uns mal Aktivisten, unterstützen, wo sie können oder uns Mitreisemöglichkeiten anbieten oder. Das heißt, wir werden hier wahnsinnig unterstützt, gerade im Fall von Michael Ballweg, mit dem ich ja vorhin telefoniert habe, mit der Veranstaltungstechnik, weil diese Veranstalter haben nichts zu tun. Die Technik steht rum. Die dürfen keine Konzerte machen, die dürfen keine Auftritte machen. Und deswegen stehen diese Leinwände, Verstärkeranlagen, Notstromaggregate, LKWs und alles rum. Und diese Menschen stellen uns das dankenswerterweise zur Verfügung, weil es sonst in der Halle rumstehen würde. So funktioniert das. Weil uns Menschen helfen. Und wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Und die Mächtigen, die das, was wir hier machen, nicht wollen, das sind wenige. Aber sie haben Erfüllungsgehilfen. Und diese Erfüllungsgehilfen sind leider auch die Ärzte, sind leider auch die Lehrer und sind leider auch unsere Bürger in Uniform. Und viele von denen haben es jetzt schon gewagt, zu sagen, nein, ich möchte nicht von meinen Eltern, von meinen Kindern, von meinen Enkeln die Frage gestellt kriegen, warum hast du nichts gemacht? Sondern ich möchte ihnen gegenübertreten und sagen, 2020 bestand eine sehr große Gefahr, nicht nur für Deutschland, sondern für die Welt. Ich war einer von denen, die verhindert haben, dass ein totalitäres System in der Welt etabliert wird, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, dass unsere Grundrechte eingehalten werden. Ich bin einer von denen, die gesagt haben, ich mache das nicht mehr mit.
Und ich bin einer von denen, die jeden Tag in den Spiegel gucken konnten und sich gesagt haben, das, was du gemacht hast, ist richtig. Bitte macht mit. Sichert diese Videos, verteilt diese Videos, klärt andere auf. Es war nie so einfach, weil im Moment auch unsere Mächtigen anfangen zu straucheln. Der Turm wackelt. Und jeden Tag ziehen wir einen weiteren Klotz aus diesem Turm raus. Und der ganze Turm wird einfallen. Aber Deutschland hat den Schlüssel in der Hand. Wenn in Deutschland die Mächtigen fallen, wird der gesamte Rest der Welt nachkippen. Diesmal kann in Deutschland etwas Gutes geschehen. 2020 ist ein Jahr, über das wir noch lange sprechen werden. Ich danke euch. Ich bin das nächste Mal am nächsten Samstag in Wien. Ich bin in Graz. Ich bin am 12.09. in München. Gegebenenfalls in Rom. Und ich freue mich darüber, auch international, dass wir das erste Mal grenzüberschreitend auf der gesamten Welt Menschen haben, die dasselbe Ziel haben und die gemeinsam an diesem Ziel arbeiten. Im Osten, im Westen, im Norden und im Süden. Ich bin froh, auf der richtigen Seite der Mauer dabei zu sein. Danke euch fürs Zuschauen.